Willkommen zu unserer F124 Audi-Karriere. Ja Leute, es geht endlich los, auf das ihr lange gewartet habt. Ich freue mich extrem. Es gibt zwar leider keine Audi-Livery mehr, aber ich glaube, ich habe es auch ziemlich gut selbst hingebracht. Ich werde euch auch im Laufe des Videos erklären, mit welchen Fahrern wir unterwegs sind. Hier im Hintergrund erkennen wir ihn schon leicht. Es wird nämlich Chano Obmir sein, der E-Sport-King. Aber vor allem auch natürlich der Ex-Formel-2-Pilot. Also der war ja auch richtiger Rennfahrer. Den habe ich mir in mein Team gesetzt. Wir sind ein Neuanfänger-Team. Auf Schwierigkeit 97, Selbstschalten, Selbstbremsen und Traktionskontrolle auf Mittel. 5,4 Kilometer, 15 Kurven und ich hoffe, ich habe mit dieser Karriere alles mit inbegriffen, über das viele sich aufgeregt haben, gerade auch auf Social Media. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das Ganze laufen wird und ich kann euch so viel sagen, Siegen ist heute absolut nicht drinnen. Aber jetzt gehen wir mal ins Qualifying, denn das ist umso wichtiger. Hier noch einmal ein bisschen die anderen fahren lassen. Hier sehen wir schon mal so ein wenig mein neues Autodesign. Viel Rot natürlich. Es geht aus der letzten Kurve raus und wir starten rein. Knappe 50 Sekunden vor Schluss geht es jetzt in meinen finalen Run rein. Der erste Versuch hat mich auf P18 gebracht. Ich hoffe natürlich, dass es schon ein wenig weiter nach vorne gehen wird. Turn 1 hier ganz spät bremsen. Rechts, ja, hätte ich vielleicht nicht den Körper überfahren müssen, aber kann ich jetzt nicht großartig ändern. Hier beim Rauffahren habe ich schon mal ein paar Tausendstel gefunden, aber es war jetzt auch nicht der perfekte Eingang in die Kurve. Hier rauf viel Schwung mitnehmen, früh aufs Gas gehen, den ganzen Körper ausgenutzt und wir verlieren hier ein bisschen. Ja, es ist langsam als meine erste Zeit, aber hier runter, da liegt schon mal liegen schon mal fast 3 Zehntel. Das ist sehr gut. Der Exit hier, der ist wichtig und der war toll. 3 Zehntel gefunden, Leute. Es geht runter in diese überaus schwierig zu bremsen und ja, lenkende Kurve. Da gewinne ich auch noch ein bisschen was. Eine halbe Sekunde haben wir mittlerweile im Delta. Also die Track Evolution ist ein wahrer Traum. Jetzt hier nur nicht zu spät bremsen, den Berg hinauf, früh aufs Gas gehen. Na, ich habe es ein bisschen übertrieben. Da verlieren wir ein bisschen Zeit. Aber es sollte eine eindeutige Verbesserung sein. Es ist Platz 19, wo wir aktuell stehen. Der Exit war grottenschlecht. Ich hätte vielleicht ein bisschen später einlenken sollen. Trotzdem sind wir bei knappen 6 Zehntel. Nur nicht jetzt in die letzte Kurve rein schwächeln. Der Exit muss hier sitzen. Der war ziemlich gut. Wir verlieren ein bisschen Zeit. Jetzt geht es noch einmal hier Richtung Jacket Flag und gucken wir mal in der Startaufstellung. Es sind nur noch wenige Minuten bis zu Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Lando Norris startet von der Pole Position und vom Platz daneben startet George Russell. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an. Verstappen, Oscar Piastri, Sainz, Hamilton, Leclerc, Fernando Alonso, Ocon, Ricciardo, Tsunoda, Albon, Stroll, Perez, Gasly, Magnussen, der Professor, Hülkenberg, Joe, Sargent, Bottas und ein Wagen des neuen Teams vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. Das enttäuscht mich aber jetzt ein bisschen. Chano Obmir startet vom letzten Platz und ist über eine Sekunde langsamer als der, Vorletzte. Das ist echt, nicht von dem ich geträumt habe, aber ja, nicht alle Tage. Okay, ich lasse jetzt mal diese dummen Sprüche. Es ist Platz 17 beim Debütrennen, würde ich mal sagen, ist ein durchaus okayer Platz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man auf so eine weirde Strategie kommt, von Weiß auf Rot. Ich werde mal von Weiß auf Gelb gehen und mal gucken, wie lange dieser weiße Satzreifen halten wird. Jetzt geht's mal los, Leute. Wir sind... Ah, das ist jetzt der gelbe Reifen. Hä? Okay. Egal. Lights out und let's go. Wir gehen in unser erstes Rennen mit dem Audi-Team. Der Start war eher semi-gut, würde ich sagen. Wir sind hier gleich weggekommen wie alle anderen. Nur der Haas hier in Form von Nico Hülkenberg war ein bisschen besser dran. Turn 1 hier ist ziemlich eng. Come on, bitte jetzt keine Berührung für mich. Ich habe hier nichts getan. Raus geht's hier und wir konnten 5 Plätze gut machen. Das ist ein sehr, sehr guter Start gewesen tatsächlich. 12. Platz wären wir aktuell immer noch aus den Punkten draußen. Aber ob wir da heute schon landen werden können, das ist eine ganz, ganz andere Frage. Es wird nämlich noch ein langes Rennen werden. Wir haben 20 Runden zu absolvieren und wissen natürlich auch nicht,
ob unsere Strategie die beste sein wird. Hier noch einmal die Start-Replay. Und da können wir das erste Mal das Auto von der Außenperspektive betrachten. Das ist es hier. Aber Richtung Turn 1, da sehen wir schon noch einmal. Ciano mir hinten. Vielleicht ende ich auch noch die ein oder andere Sache hier. Ich finde es ziemlich cool, dass wir hier im Rot-Grau-Design herumfahren, auch ein bisschen weiß. Aber ja, ich habe bis jetzt erst 3 Autodesigns. Das bedeutet, ich müsste mir entweder ein neues kaufen oder noch hoffen, dass ein passendes irgendwie in den Listen drinnen ist. Hier jetzt aber mal runter, da konnte ich leider nicht gerade die Pace aufrecht halten. Ich habe zwar den gelben Reifen, der ein Ticken besser ist als der weiße, aber alle anderen da vorne sind mit dem roten Reifen unterwegs. Hier ganz spät rein und da konnte ich immerhin an den Ricardo vorbeigehen. Wir gehen hier das erste Mal in diesen harten Bremspunkt, da war ich ein bisschen spät auf der Bremse. Es ist alles noch neu, das Auto an sich macht Spaß, aber das Problem ist halt wirklich, du musst so fokussiert sein, sonst bist du wirklich gleich vom Fenster weg. Sergio Perez vor mir, jetzt bin ich tatsächlich der Underdog, denn alle anderen hier fahren mit dem roten Reifen. Vielleicht hätte ich auch mal mit dem Strom schwimmen sollen und nicht direkt gegen den Strom, aber danach bist du mal ein bisschen klüger, würde ich sagen. Beim Rausbeschleunigen hier, ja, dadurch, dass ich neben die Strecke gerutscht bin, hat das wieder unnormal viel Zeit gekostet und mein Ziel wäre es halt schon, das DRS zu catchen ab der dritten Runde. Eher ist es noch genug da, das heißt, wir sollten das locker auf dieser langen Geraden schaffen, wobei natürlich, es ist alles möglich. Ich weiß auch nicht genau, wie der Topspeed bei uns im Vergleich zu den anderen ist. Wir kommen aber hier dank der ES-Hilfe sogar näher an Sergio Perez dran. Das überrascht mich dann doch sehr. Nico, Lewis Hamilton kommt hier mit Perez aneinander und ich, ja, dusche da hinten auch noch dran. Perez hier tatsächlich so ein bisschen der Pechvogel. Das Gute ist wirklich, dass ich hier aktuell mal gut mithalten kann. Ciano ist auf dem letzten Platz. Aber natürlich dürfen wir auch nicht vergessen, dass Ciano mit dem Weißen gestartet ist. Das ist eine komplett andere Strategie, was der Mann fährt. Das DRS wird knapp werden, dass ich das zu den Red Bull da vor mir bekomme. Die sind halt wirklich auch von den Kurven her so unnormal schnell. Die sind so wirklich, das ist quasi unbeschreiblich. Hier schießt jetzt mal Daniel Ricciardo vorbei und ich hoffe, er wird der Einzige bleiben. Ja, das geht sich gerade noch so aus, dass wir da immerhin vor Esteban Ocon bleiben. Das ist natürlich genau das Gegenteil von dem, was ich wollte, nach vorne kommen. Aber es war mir auch klar, dass ich ab einem gewissen Punkt hier die Pace, die hinter mir schneller sein werden, sobald halt, ja, ich kein DRS mehr bekomme. Und das ist leider schon in der dritten Runde hier der Fall. Was bedeutet, ich muss jetzt hier wirklich um jede Position kämpfen und im schlimmsten Fall verliere ich dann auf eine Runde die Gap zum DRS-Fenster vor mir und verliere dann wirklich Runde um Runde einen Platz, weil ich mich hier für den gelben in der Anfangsphase entschieden habe. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee war. Im nächsten Rennen Saudi-Arabien werde ich dann mal probieren, ja, die gleiche Strategie zu nehmen oder sagen wir mal die Top-Strategie von die Top-Strategie, die sich da das Team ausdenkt oder sagen wir mal von Pirelli gegeben wird. Dritte Runde, Leute, wir schaffen es hier immerhin mit viel Mühe an Daniel Ricciardo dran zu bleiben. Aber das zeigt halt schon mal echt, dass da viel Arbeit dahinter steckt, um mal Punkte zu holen. Und ich weiß halt genau ab diesem Moment jetzt, was ihr meint, dass ihr sagt, so, das ist unrealistisch. Aber ein Williams ist jetzt wirklich nicht vergleichbar mit dem Auto. Und sage jetzt nicht, nein, 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 Mann. Geht sich das wenigstens fürs DRS gegen Esteban Ocon aus? Oder habe ich kommt? Nein, es geht sich aus, glücklicherweise. Aber es wird trotzdem knapp werden. DRS ist enabled, aber es schießt trotzdem Alex Albon vorbei. Warum ist dieser Williams so schnell auf der Geraden? Das ist wirklich eine gute Frage. Ich wollte hier reinhalten mal kurz, aber ich dachte mir so, nein, das wird nichts. Das wird garantiert nichts. Hier den Berg rauf im Windschatten zu Alex Albon. Könnte das wenigstens funktionieren? Wer bremst hier später? Wer traut sich später an die Bremse zu gehen? Und tatsächlich gehe ich hier an der Innenseite vorbei und wir übernehmen mal den 13. Platz. Es ist nicht gerade das, wovon ich geträumt habe, aber wenn du mit einem Neuling-Team hier drin bist, ich möchte halt wirklich so ein bisschen Audi im nächsten Jahr so simulieren, weil die halt bestimmt auch ein Newcomer-Team sein werden. Wenn ich mir das angucke, wo Sauber aktuell herumfährt, dann wird das auch nächste Season bestimmt jetzt kein Top-3-Auto werden oder kein Sieger-Auto.
aus dieser Kurve raus, darf ich mir immerhin mal DRS gönnen. Das Problem ist halt wirklich, dass die anderen so abnormal schnell auf den Geraden sind. So, aber diesmal könnte es funktionieren, an Esteban Ocon wenigstens an dem dran zu bleiben. Jetzt gucken wir uns aber mal die Replays ab der zweiten Runde hier an. Und da war ich schon, nah an Perez dran. Das Problem war halt wirklich, dass es ja auch in der zweiten, an dieser Gegengeraden kein DRS gegeben. Sonst hätte das wirklich komplett anders aussehen können. Das war halt wirklich ein riesen Pech von mir, den Berg hier runter. Da verliere ich halt wirklich, guckt euch das mal an, wie schnell im Vergleich da die anderen sind. Mit dem roten Reifen. Da vor mir ist quasi hier schon ein Williams. Da drückt der nächste an. Das ist Lance Stroll. Mit dem gleichen Reifen, aber natürlich einen wesentlich besseren Auto. Das ist halt jetzt wirklich so eine Phase, wir müssen jetzt hier durchhalten. Denn am Ende hin habe ich dann wirklich den besseren Reifen. Da rutsche ich erneut neben die Strecke. Es ist halt wirklich, du musst bis auf einen Millimeter pushen. Und das Problem ist halt wirklich, wenn du dir einen Fehler erlaubst, das könnte halt dann auch dein letzter Fehler gefühlt sein, weil der hat wirklich, jeder Fehler hier, beziehungsweise jeder Rutscher könnte hier der letzte sein. Ich bin wieder draußen, der Williams ist so schnell, das ist unglaublich. Wir sind hier wieder aus dem Sekundenfenster draußen und es geht weiter nach hinten. Erneut Lance Stroll, jetzt noch Logan Sargeant und Valtteri Bottas, den können wir immerhin hier covern. In hier Richtung Turn 3, ja man, rutschen wir enorm. Lancey Boy hier jetzt, da ziehen wir mal ein bisschen nach rechts und da müssen wir erneut gucken, wer bremst später. Ja, diesmal habe ich da ein bisschen mehr Vertrauen in mein Auto, weil es eben auch der gleiche Reifen ist. Apropos, die Reifenabnutzung, die ist auch wirklich gottlos schlecht mit diesem Auto. Wir haben hier über 25%, 27, 30, das ist wirklich gottlos nach 6 Runden mit einem Medium-Reifen. Wenn ich viel glaube, aber das entspricht nicht der Realität. Denn wenn ich, es heißt jetzt auch nicht, wenn ich jetzt so ein Hinterfeld-Team habe, dass ich da jetzt direkt abbeiße. Logan Sargeant, der kann sich nicht so leicht lösen wie die anderen. Das ist auch irgendwie klar, weil er theoretisch ja nur mit dem Auto fährt und nicht eher so ein Spitzenpilot ist. Der ist eher meiner Meinung nach Dogshit. Jetzt heißt es natürlich dranbleiben, das wird reichen. Aber nein, sei es nicht Doppelüberholmanöver, reicht das hier, um auch an Logan vorbeizugehen? Nein, es reicht hier nicht. Sargeant bleibt vorne, Stroll hat es erneut versucht. Glücklicherweise hatte ich diesmal das DRS on. Kann ich es hier rein versuchen? Nein, es geht hier einfach nicht, das ist zu krass. Wir sind immer noch auf dem 15. Platz, obwohl... Ich muss auch sagen, das wären 7 Plätze gut gemacht. Das Ding ist halt wirklich, das Auto ist eine lahmarschige Gurke. Das ist wirklich kein Hate oder so an mein Auto hier. Aber es ist halt wirklich immer so bei diesen Bedingungen. Es geht hier Richtung dritten Sektor und ich sauge mich hier an Logan Sargeant dran. Jetzt gehen wir außen in dieser schnellen Linkskurve an ihm vorbei. Ob das eine gute Idee war, weiß ich nicht, weil ich halt auch genau weiß, dass der auf den DRS-Geraden bestimmt wieder einen Angriff wagen wird. Ich hätte vielleicht warten sollen und ihn dann angreifen sollen. Hier sehen wir das Ganze erneut, Lance Stroll. Alex Albon und ich hier gehen noch einmal im Windschatten rein an der rechten Seite vorbei. Auf Start und Ziel hier in Runde Nummer 6 ziehe ich mich langsam an die Gegner dran. Wollte hier aber wirklich mehr als drin mein Auto. Und glücklicherweise konnte ich da irgendwie Stroll dran drängen, hinter Albon zu fahren. 8. Runde, ich entscheide mich aber jetzt dafür, an die Box zu gehen. Die mit dem roten Reifen, by the way, fahren immer noch weiter. Also das ist wirklich insane, wie schwach unser Auto hier ist. Also ich muss auf den weißen Reifen gehen, das war... keine andere Entscheidung. Ja, natürlich 5,5 Sekunden. Das ist völlig normal, dass man so lange steht. Sei gut zu diesem Reifen. Wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren.
Jetzt heißt es natürlich alles rausholen aus den Reifen. Ich versuche quasi den Undercut gegen die Jungs vor mir. Wir gucken jetzt mal. Guan Yu Zhou war schon an der Box, auch Lance Stroll. Beide sind leider vor mir. Das ist natürlich eher blöd gelaufen. Ich bin auf dem letzten Platz aktuell mal. Die nächsten Jungs sind jetzt an der Box. Rechts fährt da einer raus. Das ist Pierre Gasly und Valtteri Bottas, der hier ganz, ganz eng mit Guan Yu Zhou zusammenkommt. Könnte ich mich hier ein bisschen vorbeischlingeln an Bottas im Windschatten. Aber die sind so schnell, das glaubt man gar nicht. Im Rennen würde ich sagen, das sind lahmarschige Gegner. Aber ich bin selbst ein lahmarschiger Fahrer. Das bedeutet halt wirklich, dass ich mich hier komplett hinten anstellen muss. Zhou jetzt vor mir. Alle die gleichen Bedingungen, bis auf das eine, dass mein Reifen etwas älter ist, aber das sollte jetzt noch keine große Rolle spielen, würde ich mal sagen. Wie du mir, so ich dir. Valtteri geht wieder an mir vorbei und da kommt der nächste angeschossen. Das ist Gasly und ich kämpfe hier tatsächlich um Kaiser seinen Bart, um den letzten fucking Platz. Es ist nicht schön, es macht nicht viel Spaß, aber es ist halt wirklich, das sind die ersten paar Rennen, wo du wirklich alles aus dem Auto rausholen musst. Es wird bestimmt die nächsten Seasons besser werden, das hoffe ich natürlich. Hier in die SS rein. Und es ist ganz schwierig, sogar Bottas zu folgen. Also das hier nur mal zur Erinnerung. Natürlich habe ich es ein bisschen verkackt mit meiner Strategie. Magnussen auf dem roten Reifen jetzt unterwegs. Der hält 7 Runden, will der auf dem roten Reifen durchhalten. Das finde ich mal ambitioniert, würde ich fast sagen. Aber mit Magnussen will ich nicht stark kämpfen. Das Problem bei ihm ist halt, dass er generell komplett eine andere Strategie hat. Ich hoffe auch, dass zum Ende hin seine Reifen in den Keller gehen werden. Tatsächlich. Also das wünsche ich Ihnen nicht, aber das hoffe ich. Und tatsächlich, Leute, da hinten wird's gelb. Da hat es jemanden weggespinnt. Nein, komm, kein Safety Car, bitte nicht. Es ist tatsächlich Safety Car. Leute, es gibt Safety Car für einen Rookie-Fehler von Pierre Gasly, der sich hier wegspinnt und mit Nico Hülkenberg einen Stau anstellt. Das ist so ein Rookie-Fehler. Guck dich das mal an. Mann, das ist wirklich lächerlich. Es gibt, wie erwartet, tatsächlich das Safety Car für diese Kollision. Wir entscheiden uns aber hier mal draußen zu bleiben vorerst. Nur... Ja, dies könnte jetzt dumm und klug zugleich sein, aber ich gehe noch einmal an die Box und hole mir einen roten Satz. Das Ding ist halt, ich verliere nur all in all 3 Plätze und ich hätte dann einen angefahrenen roten Satz, der nur ein paar Prozent hat. Vielleicht funktioniert das Ganze ja und wir gehen dadurch am Ende wirklich als großer Gewinner raus oder ich werde letzter Platz. Das könnte alles passieren, Leute. Hier in die erste Kurve rein. Nur mal abwarten, was Bernd Mailänder jetzt macht. Und die geben wirklich das Rennen frei. Die geben das verdammte Rennen frei, obwohl ich nicht mal noch die Runden, die Leute aufgeholt habe. Ich darf hier schon ein paar Gasly vorbeifahren. Das Rennen ist tatsächlich freigegeben und ich kann es tatsächlich nicht verstehen. Es ist... Scheiße, fuck. Das ist komplett verloren. Ich habe alles hier verspielt mit diesen Fehler.
klar. Wir sind hier in Canopmir dran, in der 19. von 20 Runden, Purple im ersten Sektor, und ich schaffe es hier tatsächlich, an meinen Teamkollegen immerhin vorbeizugehen. Es ist der Fight um den vorletzten Platz. Mehr, glaube ich, ist auch nicht mehr drinnen. Wir bleiben hier punktelos, und das hat sich als Riesenstrategie-Fail herausgestellt tatsächlich. Es ist Platz 19 geworden. Na gut, ich würde mal sagen, ja, ohne den Strategie-Fail hätte ich mehr rausholen können, aber ich freue mich auf die nächsten Rennen. Konnte niemand Max Verstappen aufhalten. Er holt sich den Sieg. Es ist immer toll, wenn man mit einem Sieg in die Rennsaison startet. Das ist gut für das Selbstvertrauen und für die Zukunft. Ein guter Einstieg ist enorm wichtig, und das ist heute gelungen. Hier kommen die Sieger von heute. Das Team von Red Bull hat in letzter Zeit hervorragende Arbeit geleistet. Man sieht deutlich, dass sie sich gesteigert haben und können deswegen auch stolz auf ihren heutigen Sieg sein. Guckt euch mal an, wie cool das hier ist, wenn man die Punkteübersicht hat. Im teaminternen Duell